Was haben Überwachungskameras und Gott gemeinsam? Sie sind allgegenwärtig und sehen alles. Denn ob Geschäfte oder Privathaushalte, Fahrstühle oder U-Bahn, es gibt immer weniger Orte, an denen man nicht zufällig vor eine Kamera läuft. Es erwarten euch herzerwärmende Situationen, berühmte Rapper, die in Schlägereien gerieten und sogar ein Arzt, der sich an seine Patientinnen ranmachte. Es wird also kurios und spannend, deshalb bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr mehr Videos über Überwachungskameraaufnahmen sehen wollt oder nicht. Los geht's mit der Nummer 8 und ein paar unglaublichen Aufnahmen, die 2013 im Rahmen einer Polizeiermittlung in England entstanden. In diesem Fall der örtlichen Polizei ging es um die Rentnerin Margaret Woodward, welche eines Morgens bemerkte, dass Geld in ihrer Handtasche fehlte. Zuerst war sie verunsichert und zweifelte aufgrund ihres Alters schnell an sich und ihrem Verstand. Doch als die Vorfälle sich häuften und sie nachts immer wieder Geräusche in ihrer Wohnung hörte, fühlte sie sich in ihrem Zuhause nicht länger sicher. Also verständigte die verschreckte Rentnerin schließlich die Polizei. Obwohl sie nie jemanden auf frischer Tat ertappt hatte, glaubten ihr die Polizeibeamten und halfen der alten Dame, ihren Verdacht zu untersuchen. Im Rahmen der Ermittlung installierten sie mehrere Überwachungskameras mit Nachtsichtfunktion sowie ein Alarmsystem im Haus und warteten darauf, dass etwas passierte. Nach einiger Zeit bestätigte sich die Vermutung der Rentnerin, denn plötzlich filmten die Kameras einen Einbrecher, der nur ein paar Meter von der schlafenden Margaret entfernt durch die Wohnung schlich und ihre Tasche durchsuchte. Als der Eindringling jedoch in einem der Zimmer den Alarm auslöste, ergriff er panisch die Flucht. Auch die alte Frau wurde von dem Lärm schreckhaft wach und verfolgte den Täter sogar noch bis zur Haustür. Er entkam zwar der aufgeregten Dame, nicht aber der Polizei. Diese hatte den Einbrecher nämlich unverhüllt auf Video und brauchte nicht lange, um den Schuldigen zu fassen. Bei dem Eindringling handelt es sich übrigens um den Kriminellen Patrick Reed, der zuvor in einem Zeitraum von 12 Monaten 4-mal in die Wohnung der Rentnerin eingebrochen war, um ihr Geld zu stehlen. Kommen wir nun zu einer einmaligen Aufnahme einer Dashcam der Royal Oak Police in Michigan aus dem Jahr 2015. In der Aufnahme sieht man eine Situation, die zunächst wie eine ganz normale Polizeikontrolle aussieht. Zwei Beamte fordern einen schwarzen SUV auf, rechts ranzufahren und kontrollieren dann die Papiere des Fahrers. Danach baten sie ihn jedoch auszusteigen. Der verunsicherte Fahrer leistete keinen Widerstand und verließ vorsichtig den Wagen, wobei er seine Hände immer sichtbar für den Polizeibeamten halten musste. Er folgte ihm zum hinteren Teil seines Geländewagens und wurde daraufhin sehr direkt von den Polizisten abgetastet. Plötzlich entdeckte der Officer einen Gegenstand in der Tasche des Mannes und bat seinen Kollegen nun darum, die Beifahrerin ebenfalls aus dem Auto zu holen. Die junge Frau war sichtlich erschrocken und folgte den Anweisungen der Gesetzeshüter, die sie daraufhin anfing zu befragen. Plötzlich holte einer der Beamten dann jedoch den Gegenstand aus der Tasche, den er vorher in der Tasche des Mannes gefunden hatte, und die Frau traute ihren Augen nicht. Bei dem Gegenstand handelte es sich nämlich um eine kleine Schatulle. Sichtlich gerührt blickte die junge Frau zu ihrem Freund herüber und wusste nicht so recht, was sie sagen sollte. Doch als dieser dann die Schachtel von dem Polizeibeamten überreicht bekam und ihr merkbar nervös einen Antrag machte, den sie wohl nie vergessen wird, sagte sie natürlich ja. Hintergrund dieses ungewöhnlichen Antrags war übrigens, dass die beiden bei ihrem ersten gemeinsamen Date in eine Verkehrskontrolle geraten waren. Weiter geht's mit Platz Nummer 6 und einem Mann, dem wohl nicht bewusst war, dass auch Tankstellen Überwachungskameras haben. Kurz nach dem Betreten fiel er bereits durch seine nervöse Art auf. So zog er sich zum Beispiel in einem der Gänge seinen Schuh aus, um die Schnürbänder zu richten, und durchsuchte kurz darauf hektisch alle Taschen seiner Kleidung. Auch als er sich dem Getränkeregal näherte, verhielt er sich eigenartig und hielt einer Kundin eine Regaltür auf, obwohl diese schon im Begriff war zu gehen. Er ging das Regal entlang und schaute immer wieder verdächtig zur Kasse hinüber. Als er sich dann für ein Bier entschieden hatte, ließ er es plötzlich schnell in seiner hinteren Hosentasche verschwinden. Doch das eine Bier reichte ihm anscheinend nicht und so ging er kurzerhand nochmal zu dem Getränkeregal, um sich ein weiteres herauszunehmen, welches er dann wieder in einer Hosentasche versenkte. Das extra
Gleichgewicht in seiner Hose machte ihn dann deutlich zu schaffen und er zog seinen Gürtel etwas strammer, um einen peinlichen Moment beim Herausgehen zu vermeiden. Nun ging der dreiste Dieb zu einem weiteren Regal mit besonders günstigen Artikeln und suchte sich etwas aus, das er an der Kasse bezahlen konnte und das von dem Diebesgut in seiner Hose ablenken würde. Doch als er das kleine Paket Cracker bezahlen wollte, ging sein krimineller Superplan so schnell in die Hose wie die beiden Bierdosen, die er zuvor noch klauen wollte. Denn als er dem Kassierer das Geld auf den Tresen legte und schnell Richtung Ausgang marschieren wollte, konfrontierte dieser ihn plötzlich. Vor einem wartenden Kunden fragte er den nervösen Dieb, ob er nicht noch die anderen Dinge bezahlen möchte, die er eingesteckt hatte. Wie angewurzelt blieb er stehen und wusste in diesem Moment, dass er ertappt wurde. Der Kassierer brachte ihn also dazu, die Artikel wieder zurückzugeben und verwies ihn sofort des Ladens. Panisch tat er dies auch und ging schnell zu seinem Wagen, doch als wäre der versuchte Diebstahl nicht genug, schaffte es dieser Mann bei seiner hektischen Flucht von dem Tankstellengelände sogar noch den Wagen eines anderen Kunden zu streifen. Das Ganze wurde natürlich ebenfalls von einer weiteren Überwachungskamera festgehalten und sorgte für viel Gelächter in der Tankstelle. Nicht alle Diebe werden gefasst. Doch manchmal kommt es vor, dass man einen gestohlenen Gegenstand einige Zeit später zufällig mit seinem neuen Besitzer trifft. Genau dieses Szenario hat sich in einem kleinen Geschäft in den USA ereignet und wurde von der Sicherheitskamera des Ladens aufgezeichnet. Als ein Kunde gerade mit einem Mitarbeiter an der Kasse sprach, stürmte plötzlich ein aggressiver Mann in den Laden und befragte den Jungen lautstark nach dem Fahrrad, das zu diesem Zeitpunkt vor dem Laden stand. Genau dieses Rad wurde dem aufgewühlten Mann nämlich vor 2 Wochen von seinem Grundstück gestohlen und bedeutete ihm sehr viel, da er es selbst gebaut hatte. Er beschuldigte den eingeschüchterten Kunden des Diebstahls und drohte ihm mit der Polizei. Doch als der junge Mann ihm erklärte, dass er das Fahrrad für $10 von jemandem gekauft habe, um damit zur Arbeit zu kommen, und ihm sofort anbot, dass er das Fahrrad gleich mitnehmen könne, änderte sich plötzlich die gesamte Situation. Der eben noch aggressive und laute Mann wurde nun ruhig und verständnisvoll. Er sagte, er wollte nicht dafür verantwortlich sein, dass der junge Mann nicht mehr zu seiner Arbeit kommt, und machte ihm plötzlich ein unglaubliches Angebot. Er könne das Fahrrad vorerst behalten, um weiterhin damit zur Arbeit zu fahren, aber er möchte in Kontakt mit ihm bleiben, um es irgendwann zurückzubekommen. Der bestohlene Mann bot ihm sogar an, ihm ein anderes Fahrrad zu geben, an dem er arbeitete. Also tauschten die beiden ihre Telefonnummern aus und fanden einen Weg, sich gegenseitig zu helfen. Weiter geht's mit Platz 4 und einer prominenten Fahrstuhlfahrt, die für viel Aufsehen und offene Fragen sorgte. Das Megapaar der Musikindustrie, Beyoncé Knowles und Jay-Z, waren im Jahr 2014 zu Gast auf der Met Gala, einer der angesehensten Preisverleihungen der Modebranche. Ebenfalls anwesend war auch Beyoncés Schwester Solange Knowles, die auch als Musikerin und Modeikone bekannt ist. Nach der Gala besuchten die drei eine Aftershow-Party im Standard Hotel in New York und verbrachten einen ausgelassenen Abend in der Gesellschaft vieler anderer Prominenter. Als sie nachts die Party gemeinsam verlassen wollten, kam es in dem Fahrstuhl des Hotels jedoch zu einem Vorfall, der zum Unglück der Beteiligten von den Sicherheitskameras des Fahrstuhls aufgezeichnet wurde. Zunächst betraten die drei zusammen mit einem Bodyguard den Fahrstuhl, doch noch bevor sich die Tür schließen konnte, gerieten Jay-Z und Solange in eine hitzige Diskussion. Plötzlich eskalierte die Situation und wutentbrannt schlug Beyoncés Schwester wild in die Richtung des Rappers. Die Handgreiflichkeiten setzten sich fast die gesamte Fahrstuhlfahrt über fort, unter lautem Geschrei von Beyoncé und ihrer Schwester. Das Video der Auseinandersetzung ging daraufhin viral, allerdings äußerten sich die Beteiligten nie zu dem Grund für die Streitigkeiten. Bei unserem nächsten Clip handelt es sich zwar nicht direkt um die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die Passagiere dieser U-Bahn im brasilianischen Bundesstaat Ceará waren aber dennoch völlig ahnungslos und wurden die Opfer dieses extrem gruseligen Pranks einer nationalen TV-Show. Zunächst vermuteten die ahnungslosen Opfer nichts Böses und stellten sich auf eine ganz normale Fahrt ein, doch als das Licht zu flackern begann und die Bahn plötzlich anhielt, wurden viele bereits deutlich nervöser. Plötzlich verschwand das Flackern und das Innere der Bahn wurde komplett dunkel. Die meisten bekamen es hier schon mit der Angst zu tun und bewegten sich vorsichtig Richtung Tür. Als das Licht wieder anging, stand in dem Abteil plötzlich ein bleiches Mädchen mit Puppe unter dem Arm und schrie laut in Richtung der Passagiere.
In diesem Moment wurden selbst die mutigsten Männer wieder zu kleinen Jungs und versteckten sich schreiend unter den Sitzen des Abteils. Die Angst stand jedem der unfreiwilligen Teilnehmer dieser Show deutlich ins Gesicht geschrieben. Umso schneller stürmten sie auch aus der gruseligen U-Bahn, als sich endlich die Türen wieder öffnen ließen und sie das schreiende Mädchen weit hinter sich lassen konnten. Die Überwachungskameras von unserem Platz 2 liegen direkt am Hudson River zwischen New York und New Jersey. Hier filmten sie im Jahr 2009 ein Ereignis, das um die ganze Welt ging. Es schien ein Tag wie jeder andere zu sein und an den Docks herrschte das übliche Treiben. Doch plötzlich tauchte wie aus dem Nichts ein Passagierflugzeug auf und fegte mit enormer Geschwindigkeit über den Hudson River. Wie durch ein Wunder schaffte es der Pilot, das Flugzeug so sicher wie möglich auf dem Fluss zu landen. Die Türen des Flugzeugs öffneten sich sofort, als der Flieger zum Stehen kam, und die Passagiere sowie die gesamte Crew überlebten die Notwasserung. Bei dem Flug handelte es sich übrigens um US Airways Flug 1549, ein Inlandsflug von New York nach Seattle. Kurz nach dem Abheben, als das Flugzeug sich noch im Steilflug befand und erst eine Flughöhe von 1000 Metern erreicht hatte, erlitten plötzlich beide Triebwerke durch aufgesogene Gänse einen Totalausfall. Der Pilot Chesley Sullenberger schaffte es jedoch, das Flugzeug im Gleitflug über den Hudson River zu fliegen und konnte es aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung und einer großen Portion Glück sicher landen. Der Vorfall machte internationale Schlagzeilen und der Pilot mit dem Spitznamen Sully wurde als amerikanischer Held gefeiert. Die Geschichte wurde im Jahr 2016 sogar von Regisseur Clint Eastwood mit Tom Hanks in der Hauptrolle verfilmt. Auf der Nummer 1 ist ein russischer Arzt, der sich heimlich ein paar nette Erinnerungen an seine liebsten Patientinnen sichern wollte. Der besagte Mediziner aktivierte die installierten Überwachungskameras in seinem Behandlungszimmer immer vor dem Besuch einer der jungen Damen. Nach einem kurzen Gespräch über die Beschwerden der hübschen Patientinnen untersuchte er sie dann auf eine sehr anzügliche Art und Weise. So zeigen die Aufnahmen, wie er die Patientinnen zu anzüglichen Bewegungen brachte und ihnen teilweise unnötig nahe kam. Bei genauerer Betrachtung kann man erkennen, dass diese Videos vermutlich nicht echt sind und wahrscheinlich zu einer ausgefeilten Werbestrategie der Erwachsenenunterhaltungsbranche gehören. Und das war's auch schon mit unserem Video und 8 unfassbaren Aufnahmen von Überwachungskameras. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche der Aufnahmen ihr wirklich kaum fassen konntet. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert unseren Kanal für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.